Es ist 14 Jahre her, wo ich die Diagnose gekriegt habe. Gearbeitet habe ich damals in der EDV-Branche. Aber ich habe vor allem Sensibilitätsstörungen in den Händen und in den Beinen. Und daher habe ich die Arbeit nicht mehr lange ausüben können. Und da bin ich nachher zuerst in den Krankenstand geschickt worden und nachher haben sie mich in Frühpension geschickt. Ja, meine Frau, die kenne ich jetzt schon fast mein ganzes Leben. Aber erst nach der Diagnose eben habe ich sie an mir heranlassen und sie hat nachher mit nächtelangen Gesprächen über das Leben und über alles, hat sie mich eigentlich da herausgezogen und hat mir eigentlich gezeigt, dass das Leben noch lebenswert ist. Früher, da war ich zu sehr auf mich und auf meinen Job vor allem konzentriert. Und da war die Krankheit ganz wichtig, weil da habe ich einfach mehr auf mich hören müssen wieder, damit ich auch weitere Strecken da gehe. Ich kann jetzt wieder eine halbe Stunde mit meiner Frau spazieren gehen und das genieße ich wahnsinnig. Ich habe MS und liebe mein Leben.